Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warships. Wir spielen wieder die gewerteten Gefechte. Oh, schicke Tarnung auf dem Kurfürst. Ja, und irgendwie liegt mir die Ohio so mit am besten und die macht halt unglaublich viel Spaß, also Ohio. Ansonsten, klar, reine Szene. Eine Desmo platzt gerne mal, Hindenburg, Moskauer auch. Machen aber echt viel Schaden. So, gibt es hier irgendwie einen Plan? Ist aus. Ich glaube, ich werde erstmal Richtung B fahren. Aber machen wir hier noch mit. Jo, naja, wie gesagt, mal schauen. Ganz entspannt die Sache angehen. Ist jetzt auch tatsächlich eine Weile her von der Qualifikation zum ersten Spiel tatsächlich in der Silberliga jetzt. Ja? Aber ja, man spielt halt so, wie man halt Bock hat. Ne? Und das ist ja mit dem neuen System, wenn es denn so bleibt, halt echt cool. Halt irgendwie, dass du halt irgendwie immer dann, wenn du halt gerade Bock hast, Ranked fahren kannst. Und wenn du einfach wieder so ein bisschen leveln willst, so ein bisschen Sachen machen in den zufälligen Gefechten, na, dann meldest du dich halt dafür an. Echt ganz angenehm so. Bin auch echt mal gespannt, wie das mit den kommenden U-Booten passieren soll. Ob die tatsächlich in die zufälligen Gefechte halt mit reinkommen, wovon ich mal ausgehe. Oh, ich bezweifle ehrlich gesagt, dass das was wird. Wenn man sich mal die Schlachtschiffe so anschaut, die ja jetzt schon ganz schöne Torp- und Abfackelprobleme haben, die dann jetzt noch ein zusätzliches Torp-Problem bekommen. Zumal die Torps ja stand letztens noch aus dem Test mit Zitadellen machen. Also hat extrem viel Schaden mit den Torpedos, wenn die wirklich vorne und hinten angepinkt waren. Die Schiffe. Alter Schwede. Da bin ich echt mal gespannt, wie sie das balancen wollen. So, erstmal schießen wir hier auf die Republik. Die ordentlich eingedreht hat, ne? Oh. Kurfürst wäre natürlich auch eine Überlegung. Ne? Dafür, dass du jetzt hier nicht so viele Ziele hast, ist das in den Nahkampf kommen halt irgendwie nicht mehr so das Riesenproblem. Jüdo halt auch dabei. Das wäre tatsächlich mal eine Überlegung. Ah, 5-1 nur. Irgendwie so ein bisschen die Befürchtung, dass hier gleich Torps kommen werden. Riecht das so ein bisschen danach? Ah, zeigt auf jeden Fall keiner hier unnötig bereit. Außer ich jetzt. Worauf hat die Republik gerade nur gewartet? Die fährt jetzt rückwärts, ne? Und da sind auch schon die Torps. Geil, ich hab's gewusst. Fuck. Ach, Scheiße. Das war jetzt echt blöd von mir. Ich hab's noch gesagt. Tja, naja, das war's dann ja schon so gut wie für mich in dieser Runde. Verdammte Axt, ey. Naja, gut, schauen wir mal, ob wir noch daraus retten kann. Kurfürst ist jetzt auch schon zur Hälfte down. Uiui. Kein guter Auftakt. Kein guter Auftakt. Ja, Radar zünden macht die da. Kurfürst, ey, hallo. Ich stell dich jetzt in den nicht unteren Weg. Das ist nicht gut, Alter. Das ist nicht. Eieieiei. Kommt das auch noch dazu? Echt nicht cool. Echt nicht cool.
nicht so schlecht auf die Hindenburg. Tja, naja, was machen wir jetzt hier am besten, ne? Minotaur Moskau wollen halt auch nicht vorfahren. Ah, Mist. Zu spät. Frage ist, ob die Republik hier jetzt noch vorkommt oder nicht. Ich bezweifle das ehrlich gesagt. Und tatsächlich hier reinfahren. Das werden wir jetzt auch mal machen. Schauen, dass wir hier noch irgendjemanden Breitzeit erwischen können. Ah, wie Schaden habe ich hier die Runde noch gar keinen gemacht. 20.000 ist ja wirklich ein bisschen lächerlich. Wird mal Zeit für eine schöne Zitadelle. Aus dem Winkel wird es bestimmt nicht. Ich versuche es trotzdem wert. Vielleicht wenigstens schweren Schaden zu machen. Oh, tatsächlich trotzdem eine Zitadelle. Okay. Oh, jetzt muss ich aber hart einlenken. Jo, das war meine richtig schöne Salve. Das war mal geil. So, schon mal eine Heilung rinjagen. Jetzt noch so ein Ding und die Mod ist tatsächlich Schrott. War doch mal 20.000. Na, siehst du. So. Schlecht angefangen, bis sehr schlecht angefangen und so langsam läuft es doch. Jetzt kippen wir hier noch. Die Republik wäre jetzt in Nahkampfreichweite, allerdings habe ich jetzt echt nicht mehr so viel Leben, ne? Die Republik macht mich dann noch relativ schnell Schrott. Wir bleiben jetzt erstmal hier, versuchen unsichtbar zu bleiben und kippen wir auf jeden Fall erstmal durch. Jetzt kommt wieder die Republik an. Die könnte ich eigentlich auch rammen, ne? Jetzt hier rückwärts ran. Ist auch interessant, ey. Aber gut, ich werde der Moskauer jetzt hier helfen, auf jeden Fall. War jetzt nicht so toll, die selber. So, die Republik muss jetzt auf jeden Fall runtergehen im Leben. Ah, zu wenig. Viel machst du hier tatsächlich nicht. Republik will jetzt gar nicht mehr auf mich schießen. Das ist auch nicht schlecht. Nächste pushen wir da oben die Moskau raus. Sobald die Republik hier raus ist. Ah, jetzt kommt da hinten schon die Desmond. So, damit ist die definitiv Schrott. Ich werde schon mal eine Heilung reinjagen. Klicken wir uns schon mal an.
Jawohl, nochmal 15.000 auf die Desmo. Ah, die Ohio ist halt echt saustarker. Saustark, das Schiff. Hey, hallo? Oh, falsche Taste, super da. Wundere mich schon, warum beschleunigt denn hier nicht? Beschleunigt auch nochmal. Oh, wir haben uns echt gerettet. Aus einer wirklich sehr, sehr schlechten Runde ist denn tatsächlich noch was Gutes geworden. Ah, die Moskauer, steht die da jetzt noch oder fährt die schon wieder vorwärts? Das weiß man jetzt noch nicht so richtig, oder? Die steht da wohl irgendwie. Interessant, interessant. Oh, zur Not rammen wir sie halt weg, ne? Hauptsache, die geht definitiv raus. Oha. Jetzt tatsächlich nicht mehr so gut aus. Abgefackelt. Das ist schon ein bisschen lächerlich, oder? Aber zumindest check ich jetzt, dass die Moskau weiterkommen kann. Das ist auch schon mal sehr geil. Das liegt dafür, weiß ich auch nicht. Das ist aber so ein typisches Moskauer-Ding halt, ne? Da weiß man noch mal nicht so richtig, wie man da anhalten soll, wenn man so spitz auf die zufährt. Oh nö, jetzt ist die unerschrottet, Junge. Alter, lol. Ach, Kacke. Das könnte jetzt echt noch mal eng werden. Jetzt ist es ja auch nur noch die Minotaur, die fast Schrott ist. Gut, oder? Was ist mit ihm hier richtig? Tja, 180.000 Schaden, fast 3 Millionen Titanen, 2,8. Das ist schon ja nicht so wenig. Aber es hat nicht gereicht. Es hat einfach nicht gereicht. Das rote Team hat einfach besser gespielt. Damit ist die Runde auch vorbei. Boah, hier kann ja sowieso nichts passieren. Ja, naja, mal hin. Ich würde sagen, nächste Runde fahren wir nochmal Ohio. Aber dann auch in der nächsten Folge. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.